Ja, meine Damen und Herren, ich habe natürlich jetzt eine wunderbare Aufgabe, nämlich aufgrund der Satzungsänderung ergibt sich die Möglichkeit, dass wir doch tatsächlich ein Ehrenmitglied ernennen. Jetzt dürfen Sie mal dreimal raten, wie mein Vorschlag lautet. Ich darf Ihnen zur Abstimmung die Ehrenmitgliedschaft für Herrn Dr. Walter Eschle anbieten und Sie bitten, darüber abzustimmen. So, jetzt schließe ich auch gleich wieder die Umfrage. Es sind 25 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen. Genau, kann ich kurz Dürfen wir es applaudieren. so Vielen machen? Dank. Ja, sag ich noch ganz kurz, Ja, noch ganz gerne. kurze Gratulation, Herr Dr. Eschle, kommen jetzt Vielen näher Dank. wieder. Herzliche Gratulation. Ich denke, Sie haben sich um diesen Verein wirklich in ganz außerordentlicher Art und Weise verdient gemacht. Und von daher erstmal dafür, für diese viele Zeit, für dieses viele Engagement, was Sie in den Verein investiert haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Und natürlich an der Stelle schon mal Gratulation zum Ehrenmitglied. Und ich hoffe, dass Sie uns dann auch als Ehrenmitglied immer wieder mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Mir persönlich, aber natürlich auch dem ganzen Verein. Ja, dann Von daher das Erste, ja. Aber darf der Herr Moser hat noch einen viel größeren Part zu übernehmen, ja. Sie fast bedrohlich. Sie dürfen überhaupt noch gleich gar nichts sagen, Oh sondern jetzt ja. bin ich dran, liebes Ehrenmitglied, meine Damen Oh und Herren. je. Der Herr Thiel meinte, ich dürfte als ja nun absoluter Senior der Vorstandsrunde dem aus meiner Sicht noch richtig jungen Mann und Vereinsvorstand Dr. Eschle ein paar Worte zu seinem von ihm nicht von uns gewollten Abschied aus der Vorstandsposition unseres Fördervereins sagen. Also eine kleine Laudatio. Und ich habe ausgesprochen gerne zugesagt, Herr Dr. Eschle. Fast alle Laudationes im Lande, meine Damen und Herren, beginnen ja bekanntermaßen mit einer akribischen Auflistung der Lebensdaten des zu Ehrenden, der detaillierten Beschreibung des Ausbildungsweges, der Orte, an denen der zu Lobende kürzer oder länger tätig war, in welchem Unternehmen und Vereinen er aktiv war, was er so alles geleistet hat, um ihm dann, so ist die übliche Situation, um ihm dann im Namen aller ganz besonders zu danken und ihm zum Beispiel einen ganz, ganz schönen Zinngedächtnisteller zu überreichen. Nicht ohne der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass er in seinem trauten Heim noch einen schönen Platz zum Aufhängen dieses Tellers finden möge. So die allgemeine Überlegung bei solchen Situationen. Ich mache das heute ganz anders. Zum einen liste ich die vorher genannten Informationen hier nicht auf, wären auch viel zu viele. Und ich möchte ja die Versammlung heute nicht noch in den späten Abend hinein verlängern. Zum anderen haben wir nach trotz ganz intensiver Suche leider keinen passenden, ganz, ganz schönen Zinnteller gefunden. Zwar haben wir ersatzweise ja auch ein Fahrrad als Geschenk schon mal überlegt, anüberlegt, aber für so ein weiteres Fahrrad dürfte A weder zum Aufhängen in der Wohnung, vermute ich, kein geeigneter Platz vorhanden sein, B, noch in der Garage ein Stellplatz neben den wahrscheinlich vielen anderen vorhandenen Radeln schon da sein. Soweit also die Vorgeschichte, meine Damen und Herren. Und nun, wie schon gesagt, werde ich keine der üblichen Laudationes halten, sondern, und das dauert auch ein wenig, schlicht und einfach Ihnen, lieber Dr. Eschle, im Namen des Fördervereinsvorstandes, im Namen aller fördernden Mitglieder und natürlich auch im Namen all der fleißigen Damen und Herren von Aachen 3 Regio, in Besonderheit vom Herrn Thiel,
ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Ein Dankeschön für knapp 20 Jahre vortrefflicher Vorstandsarbeit im Förderverein und auch für die Vertretung des Vereins natürlich im AO3-Vorstand, im Aufsichtsrat. Das ist es dann wohl. Ein ganz besonderes Dankeschön aber auch für ein, ja nun über all diese Jahre dauerndes herzliches und ehrliches Miteinander im Vorstand. Das ist heute schon mal erwähnt worden. Ein Miteinander, das eben ohne das häufig in solchen Gremien praktizierte Nebeneinander oder auch sogar gegeneinander stattgefunden hat. Ein Dankeschön aber auch im Namen all derer in der Region, für die der Förderverein grundsätzlich ja da ist, nämlich für die Bürgerinnen und Bürger, für die Firmen und Unternehmungen und eben für die gesamte Region schlechthin. Dann kommt sicher auch noch ein kleiner persönlicher Dank, der darf nicht fehlen, auch in dem Zusammenhang für das Wohlwollen, das Sie mir als dem rechtslächischen Eichacher Vertreter aus der Provinz in der linkslächischen schwäbischen Hauptstadt entgegengebracht haben. Vielen Dank schon mal. Würde, lieber Dr. Eschle, unsere Vereinssatzung neben dem, was wir schon beschlossen haben, die Ernennung auch eines Ehrenvorsitzenden erlauben, tut's nicht. Trotzdem, dann hätte ich Sie jetzt, ohne da meine Vorstandskolleginnen und Kollegen gefragt zu haben, Sie hätten sicher, waren sicher einverstanden gewesen, jetzt als Dank einfach zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Aber wie schon gesagt, die Satzung lässt das nun nicht zu. Aber über die notwendige Satzungsänderung hinaus haben wir positiv abgestimmt und haben Sie nun einfach ganz offiziell schon mal zum Ehrenmitglied ernannt. Nochmal herzliche Gratulation. Mit großer Freude und mit Dank für Ihre Leistungen. Und jetzt mit einem nochmaligen Aber. Und das kann und darf ich hier heute trotz möglicher Satzungshürden, die sind eigentlich nicht vorhanden, ergänzend sagen. Es war für uns alle immer eine große Ehre, Sie, lieber Herr Dr. Eschle, in all den Jahren als Vorstandsvorsitzenden gehabt haben zu dürfen. Und so werden und bleiben Sie in unserem Denken und Danken nicht nur ein einfaches Ehrenmitglied, sondern Sie sind und bleiben unser Ehrenvorsitzender. Gratulation, vielen Dank. So, bin noch nicht fertig, jetzt habe ich nämlich was vergessen. Unser Geschenk. Auch dieses zu finden war alles andere als einfach. Diesen ganz, ganz schönen Zinnteller und das Fahrrad habe ich ja schon als Möglichkeiten ausgeschlossen. Es gab dann auch noch andere tolle, ja ganz verrückte Ideen. Die Fahrt zum Mond, nein, natürlich nicht zum Mond. Sondern nur eine kleine kürzere Reise in den Orbit unserer Erde. Aber da wäre die Wartezeit von ein paar Jahrzehnten, um da ein Billett zu kriegen, vielleicht doch ein bisschen zu lange gewesen. Das haben wir also ausgeschlossen. Oder etwas einfacher zu organisieren, zum Beispiel ein richtig großer Fallschirmabsprung. Das wäre doch auch was. Aber der war uns dann im Sinne Ihrer Frau dann doch ein bisschen zu riskant. Und es gab noch mehr solche Ideen. Aber wir haben eine Zwischenlösung. Und die wollen wir Ihnen überreichen, beziehungsweise den Gutschein dafür, den habe ich schon hier. Nicht der Mond, nicht der Orbit, nicht die ganze Welt, aber zumindest ein ausgiebiger Blick auf einen Teil davon, bei einem mehrstündigen Flug in einem Motorsegler, aus dem heraus Sie alles ausgiebig betrachten und genießen können. Sie müssen den Segler nicht selbst steuern, aber Sie können sagen, wohin es gehen soll. Die gesamte Route Ihres Radl-China-Ausfluges, den Sie ja geplant haben, den abzufliegen wird wahrscheinlich ein bisschen lange dauern, nehme ich an. Aber Sie können ja zunächst schon mal den ganz kleinen ersten Teil der Reise von oben nachvollziehen. Also zum Beispiel von Augsburg den Lech hinüber, über Friedberg, dann über Ihren Geburtsort München, den Passierens und dann bis nach Dorfen. Da können Sie dann eine oder zwei Ehrenrunden fliegen, grüßen, winken hinunter zu Ihrer Frau und zu Ihrer Mama und freuen sich, dass Dorfen noch so ein schöner Ort ist. Oder Sie fliegen noch gleich ganz viel weiter, zum Beispiel bietet sich Altötting an, das wäre doch auch schon mal was, lege auf den Weg. Oder dann eben nicht nach Osten,
sondern in den Süden vielleicht oder in den Norden oder dann zurück in den Westen. Also wohin immer Sie wollen. Sie sehen, die Welt ist offen. Offen für Sie bei Ihrem Flug mit wunderschönen, sicher wunderschönen Bildern und Erlebnissen. Wir begleiten Sie in Gedanken und freuen uns mit Ihnen. Viel Vergnügen also, lieber Herr Dr. Eschle, guten Flug, gute Zeit und weiterhin viel Glück und ganz, ganz viel Gesundheit. Alles Gute. Ja, danke schön. Vielen Dank. Das ist der Gutschein. Jetzt dürfen Sie was sagen. Ja, genau. Es fällt in so Situationen manchmal schwer, ein bisschen Luft zu kriegen. Vor allem mit so viel angeblich Gutem, was ich vielleicht getan habe. Ich bin mir gar nicht sicher, dass Sie jetzt über mich, vielleicht über einen Dritten, den Sie besser kennen. Ich war fast am Zweifeln, aber eines wollte ich unbedingt noch sagen und loswerden. Ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bei meinen Mitgliedern, ich habe meinen Club immer so ein bisschen den Verein als mein Verein gesehen, Entschuldigung, tut mir leid, ich war ein Versprecher, aber ich habe es einfach so versucht zu leben. Und also bei Ihrem Verein, da habe ich mich die ganzen fast 20 Jahre, Sie haben es gesagt, Herr Moser, war so ein bisschen ein Zuhausegefühl, war auch für mich nicht Arbeit und es war auch keine Belastung. Es war Freude und insofern ist mir das natürlich eine große Ehre, diese Auszeichnung von Ihnen und die Zustimmung vor allem von Ihnen, meine lieben Mitglieder unseres Vereins, bekommen zu haben. Ja, speziellen Dank dafür, Herr Moser, für diese launige Rede. Sie haben recht, im Zehnteller wäre wirklich kein Platz und die Räder, die sind, will da mit meiner Frau im Frieden leben, sind genug in der Garage, das wäre jetzt wirklich zu viel des Guten. Und ein Überflieger möchte ich auch nicht werden und wollte das ganze Leben nicht sein. Aber über den Wolken zu sein, um einen Blick von oben nach unten zu werfen, ist eine gute Idee. Und dafür möchte ich mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Danke. Ja, meine Mitglieder unseres Fördervereins, ich muss ja nicht immer das letzte Wort haben, es ist immer schlecht, wenn man darauf bestünde. Mir ist nur eines wichtig, ich wollte mich nochmal ganz offiziell bei Ihnen verabschieden. Und nach fast 17 Jahren, sagen Sie, Herr Thiel, glaube ich, ist es auch geboten, dieses persönlich zu tun. Ich möchte mich bei Ihnen, meine lieben Damen und Herren, liebe Fördermitglieder, deshalb bedanken, weil ich das Gefühl hatte, all die Jahre, dass ich Ihr Vertrauen genießen konnte. Ich war viel unterwegs, auch in Richtung Förderverein, habe viele Gespräche führen dürfen mit ganz unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen Firmen, mit jungen Gründern, mit etablierten Unternehmen, mit ganz unterschiedlichen Branchen, mit Start-up-Unternehmen. Aber ich hatte immer, und das ist mir wichtig zu sagen, hat immer das Gefühl, dass ich dort, wo ich hinkomme zum Thema Förderverein und Regio, dass ich da auf offene Ohren stoßen kann und gestoßen bin. Regio und auch drei ist, glaube ich, Leidenschaft, weil es um unser eigenes Tun und Zutun geht, um unser eigenes wirtschaftliches Weiterkommen. Wir leben in einer wunderbaren Region, wo viel passiert, wo viel Zukunft nach vorne schaut. Und das ist der Punkt, wieso es mir immer leicht gefallen ist, mit Ihnen gemeinsam auch drei zu unterstützen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Zeit mit Ihnen, für diese vielen Dinge, wo Sie uns unterstützt haben, dass Sie auch in schwieriger Zeit bei uns bleiben, in Corona-Zeit. Ich habe schon erwähnt, das finde ich ganz erwähnenswert und ganz großen herzlichen Dank dafür. Danke und das möchte ich auch nochmal sagen an meine Vorstandskollegen, ich habe es schon mal angedeutet, aber das ist schon eine Besonderheit gewesen. Wir sind nicht nur ein Verein, sondern eher eine zusammengeschweißte Mannschaft. Wir haben viel und intensiv miteinander gerungen und überlegt und ich bin der Meinung, es war nicht nur eine Freude, sondern es war auch Leidenschaft dabei. Und zu guter Letzt, Herr Thiel, würde ich auch mich bei Ihnen bedanken wollen.
Die Zusammenarbeit, die war einfach ohne jeglichen Makel. Sie waren immer toll vorbereitet, gut organisiert. Da hat einfach alles bis auf das letzte Teilchen gepasst. Und das gilt natürlich auch für Ihre Damen. Sie haben ja nur die Damen um sich rüber. Nur? Ja, die Damen, nur keine Herren meine ich ja jetzt. Also die haben Damen um sich rüber. Und da kann ich ja auch Gleiches berichten. Sehr leistungsorientiert, sehr innovativ, sehr kreativ. Nichts ist zu viel gewesen. Und ganz besonders stellvertretend für Ihre Damen möchte ich mich bedanken bei Frau Schneider, die ja immer auch meine Assistentin war, wenn ich so sagen darf. Herr Thiel, ich konnte immer auf Sie, Frau Schneider, zurückgreifen. Und es war immer sofort Hilfe angesagt. Und zum Zweiten bei Frau Farapur, die ja als Akquisitionskünstlerin, wenn ich es mal so sagen darf, unterwegs war. Wer mit Ihnen zu tun hatte, Frau Farapur, der ist schlecht am Abtauchen gewesen. Diese Akquisition, die haben Sie ganz toll und viele andere Dinge auch gemacht, stellvertretend für viele Ihrer Kolleginnen. So, ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg, geschäftlichen Erfolg, privaten Erfolg. Natürlich Zufriedenheit, glaube ich, ist im Leben auch ganz wichtig und das Allerwichtigste, glaube ich, ist die Gesundheit, die wünsche ich Ihnen ganz besonders. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns irgendwo in der Stadt sehen. Wir laufen uns bestimmt immer wieder über den Weg. Ich freue mich drauf und bis dorthin alles Gute. Machen Sie es so.